Und da sind wir nun auch endlich wieder zurück. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Star Wars Jedi Fallen Order mit einer wunderbaren Unterbrechung bezüglich des Julius Awards, viel besser gesagt der Bekanntgabe der Nominierten. Die liegt jetzt hinter uns und wir kümmern uns jetzt wieder um diese wunderbare Geschichte, die wir erleben dürfen, sofern mein Gamepad sich connecten lässt. Es lässt sich connecten. Hervorragend. Nun steht uns wirklich nichts mehr im Wege. Es sei denn, wir begegnen mal wieder einem Gegner, den wir nicht bezwingen können. Ich bin aber zuversichtlich. Wir spielen nach wie vor auf dem zweitschwierigsten Schwierigkeitsgrad. Der sich schimpft Jedi Master. Jedi Großmeister ist, glaube ich, der schwierigste. Aber den traue ich mir, glaube ich, nicht zu. Und weil wir ein bisschen Progress machen wollen, sind wir, glaube ich, mit dem Jedi Master ganz gut unterwegs. Weiter geht's, sagt gerade Mucki, der ist auch schon in den Startlöchern, das finde ich gut. Sowieso begrüße ich vielleicht den einen oder anderen, der von dem Julius Award mit rübergekommen ist, ob von YouTube oder von Twitch. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Massi, ich bin einer der Nerds von Nerdstar. Und wir machen hier jeden Tag Live-Shenanigans zum Thema Videospiele, Brettspiele, Filme, Serien, alles, was das Nerdherz höher schlagen lässt. So, und jetzt gehen wir aber ins Spiel, Freunde. Wir sind auf Kashyyyk. Wir haben gerade die Wookies befreit und sind jetzt auf der Suche nach Tarful. Das ist der Häuptling der Wookies und der versteckt sich wohl in den Wäldern. Denn dort finden ihn die Imperialen nicht. Die sind nämlich drauf und dran, Kashyyyk komplett zu versklaven, um Arbeitskräfte und fähige Ingenieure für den Bau des Todessterns an den Start zu bringen. Wir als Jedi Padawan, der die Order 66 entgangen ist, sind natürlich drauf und dran, all das zu verhindern und erleben unsere eigene Geschichte, die Anfänge der Rebellion und den vermeintlichen Wiederaufbau des Jedi-Ordens. All das ist unser Zielwasser. So, und ich muss mich mal kurz hier organisieren, Freunde. Mit der Bahn. Also ich glaube, da ist ein Knopf. Ich glaube, wir sind völlig falsch. Auf Wiedersehen, lieber Andreas. Bist du schon weg jetzt? Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Du bleibst noch hier. Du wohnst jetzt hier. Das finde ich gut. Ich habe mich verlaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Wookies mit Schweißbrennern oder so arbeiten. Sind die nicht leicht entflammbar? Also Star Wars Episode 5 zeigt uns Chewbacca in einem Hangar der Rebellenstation auf Hoth. Und dort schweißt er an einem Falken rum. Also zumindest sagt uns die Filmografie, dass es geht. Generell versuche ich hier in diesem Let's Play, nenne ich es mal, viel Background-Infos zu geben. Dinge, die mir auffallen bezüglich des Fluffs hier. Den Knopf habe ich übersehen. Danke. Dinge, die mir auffallen bezüglich des Fluffs, Sachen, die wir so sehen hier in dieser Welt von Star Wars. Ich hoffe, da Mehrwert bieten zu können. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Zentrum abfinden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. In der Suche neue imperiale Ausgrabung auf Zepho. Denkst du, Spa und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, danke. Für alles. Wir bauen eine Beziehung zu unserem Druiden auf. So, aber da komme ich immer noch nicht hin. Nee. Ich versuche es mal mit dem Festhalten-Knopf. Nee, mach das nicht. Oh oh. Oh shit. Oh fuck.
Ja, ja, alle Gegner, die wir schon einmal kennengelernt haben. Oh, guck mal, wir haben oben diesen Rückenpanzer aufgebrochen mit unserem Lichtschwert. Alle Gegner, die wir schon einmal besiegt haben, da hat man jetzt langsam so raus, wie muss ich mich verhalten. So jetzt meine etwas, wie soll ich sagen, sehr mutige Aussage. Vielen Dank für dein Follow, Foxload. Warte mal, Foxload, lass mich kurz überlegen. Warst du bei den Nominierten mit dabei? Ja, war er mit dabei. Auch in der Kategorie Gaming, oder? Jawohl, ich krieg ein zuversichtliches Nicken von Andreas. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dich zu lesen. Schön, dass du es rüber geschafft hast. Star Wars Jedi Fallen Order wird dir vermutlich auch was sagen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Wenn man sich mit der Videospiellandschaft beschäftigt, dann kommt man, glaube ich, an so großen AAA-Titeln nicht so richtig dran vorbei. Du müsstest hier etwas überladen. Was Fluch und Segen sein kann. In diesem Fall würde ich es als Segen bezeichnen. Falsch. Mega cool. Hab gerne die ganzen alten Spieleklassiker. Mag aber auch ganz gerne die alten Spieleklassiker, schreibt er. Da wirst du auch hier auf diesem Kanal das ein oder andere finden, was dir sehr gut gefällt, denn wir haben unseren Retro-Experten beauftragten, um nicht zu sagen, den Maxi. Und der bringt zum Beispiel jeden Montag seine liebsten Retro-Spiele mit. Warte mal kurz. Und zeigt echt ganz wunderbare Perlen. Ich persönlich habe nur das Super Nintendo gehabt zu Hause. Und dementsprechend ist mir einfach viel entgangen. Und dann finde ich das immer sehr cool, wenn man dann so Titel gezeigt bekommt, die man sonst nicht so auf dem Schirm hatte. So, ich versuche mich jetzt nicht zu verlaufen. So, hier wollte ich hin. Meine Güte. Da haben wir unser Schiff, die Mantis. Gibt es hier noch irgendwie was für mich zu tun? Offensichtlich nicht. Also geht's ab zum nächsten Planeten, bevor wir uns um Tafhul kümmern. Ich habe das so ein bisschen so wahrgenommen in den Dialogen, als wäre jetzt irgendwie die Zeit für Tafhul. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafhul nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Mario und Scholzig schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Herr. Noch haben wir Tafhul nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. Ich habe Tafhul gerettet? Hä? Wann? Wann genau? Was? Als nächstes vielleicht Zepho. Let's did it. Zepho. Zurück nach Zepho, hä? Das Imperium fand vielleicht ein Zepho-Grab. Uns bleibt keine Zeit. Ah, schade. Einer von Sors Kämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Glücksspiel? Denken Sie nach, Grease. Irgendwann wird diese Haxion-Brut sie doch noch erwischen. Diese Typen? Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlte noch, dass ihre Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Space. Stimmt ja. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen, verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir. Es wird sicher kein Problem geben. Wo ist denn eigentlich unser... Na, egal. Ich dachte, wir haben so einen Space-Fuchs.
bei uns an Bord jetzt. Hui, wup. Da sind wir, Zeffo. Waren wir erst eben? Ne, waren wir nicht eben. Oh, Thais. Geil, dass wir irgendwie offensichtlich unsere Signatur versteuern oder sowas, dass sie uns nicht angreifen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier viel Imperiale auf diesem Planeten, mit dem wir es zu tun haben. Die Heimatwelt der Zeffo. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Es war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Ohne Vergangenheit keine Zukunft. Okay. Hier ist unser Ziel. Das hier ist zum Beispiel neu. Ich kann leider keine Marker setzen. Wie komme ich da hin? Okay, das ist im Dorf, alles klar. Zum Dorf weiß ich. So, gib Stoff. Ich lass nicht zu, dass du mich eliminierst. Da habe ich leider ein Wörtchen mitzureden. Pleb Trooper. So, jetzt sind wir wieder zurück im Dorf. Jetzt geben sie aber Gas. Seid ihr um Grease sicher? Kümmere du dich um die Mission. Ich halte uns von ihrem Radar fern. Das wird schon. Erledigt sie! Okay, ich bin raus. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzter übrig bleibe. Okay. Dann noch ein paar Troopies. Wo war denn jetzt hier die grüne? Da oben, alles klar. Da muss ich an den Troopern da vorne vorbei. Pleb Trooper hat auch Familie. Ja, ich ja auch vielleicht. Moin! Achtung, Jedi! Ich kann gar nicht hinsehen! Weggesäbelt. Okay, noch ein bisschen gerade durch, ne? Gerade durch und dann da hoch. Alles klar. Es ist schön, wieder hier Jedi zu sein. Hast du Angst, Jedi? Komm schon! Da unten ist jemand! Oh, falscher Knopf. Shit. Ich wusste, das ist zu viel für ihn. Greifen die Stellung des Feindes an! Ich krieg das hin! So, okay, das ist der neue Weg, den wir gehen können. Ah, das hier hole ich mir aber noch flott. Hier haben wir nochmal ein Machtecho. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. Ah, hier waren wir aber eben auch schon. Hier brauchen wir wieder Skomp. Wer ist er denn? Was? Ich lebe für die Jagd. Komm her, komm her, komm her. Ich lebe für die Jagd. Tschüss. Ah, shit. Ich lebe für die Jagd.
Was für eine Jagd, Bruder. Jagd auf Zivilisten oder was? So, hier können wir speichern. Ein Fähigkeitenpunkt, den brauche ich aber gerade noch nicht. Okay, hier ist auch die Tür, also können wir hier durch den Tunnel. Dann finden wir alles, was wir brauchen. Wir haben ja zum Glück hier den Shortcut freigeschaltet. Ist der Chat kaputt? Ich hoffe nicht. Vielleicht müde. Arbeit weit entdeckt. Ich mach die ganze Arbeit nicht alleine. Oh shit. Er hat keine Chance gegen uns. Wir werden dich ausschalten. Er ist tot. Wenn du sagst. Holen wir ihn uns. Kommt von der Seite. Ich höre noch einen. Ich weiß nur nicht, wo ist. Ja, ist egal, sonst schreibe ich mehr. Kein Stress. Macht euch keinen Stress, Leute. Alles easy. Hilfe, bitte! Wenn ihr da seid, dann bin ich ebenso happy. Hallo Gonzo Castro. Ihr wundervollen Menschen. Du wundervoller Mensch. Wie geht's? Hattest du einen schönen Samstag? Oh, vielleicht hätte ich da hochgemusst. Warte mal kurz. Nee, kann ich jetzt auch noch, ne? Da haben wir einen Schuppi. Die Musik ist geil, oder? Die Musik ist so richtig Star Wars. Eigentlich muss ich da hin. Gut, wenn Nerdster am Samstag zur Primetime streamt. Hab schön entspannt auf der Couch. Jetzt schön entspannt auf der Couch abschillen. Das klingt wirklich sehr gemütlich. So, Freunde. Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Jetzt bräuchte ich Verstärkung, um dich zu erledigen. Oh shit. Okay, das ist das Tor, ne? Jo. Puh, das habe ich nicht erwartet. Das ist eine riesige Sepho-Statue. Sollten da nicht auch Sepho-Sachen drin sein? Okay, wir sind also in einer riesigen Statue. Und hier ist alles voll mit imperialen Ausgrabungsequipment. Was mit ihm? Kommt er mit? Ein bisschen graut es mir vor dem, was wir hier finden.
könnten. Scomb-Anschluss? Ah, du hast recht, ich könnte dann damit ersetzen. Endlich! Reparieren wir dich mal. Endlich! Und, besser? Willst du es versuchen? Ich mag es, welche Beziehung mittlerweile aufgebaut ist zwischen den beiden. Oh mein Gott. So wird's gemacht. Welch Genugtuung. Oh. Hoffentlich hat's weh getan. Hey, hierher. Sind hier noch mehr? Ganz schön unaufmerksam war ich jetzt, ne? Jetzt kommt man an so viel Zeug. Ja, du sagst es, ey. Ganz im Ernst. Das war ja richtig krass. Du hast es drauf. Oha. Alter. Oh shit, ich bin runtergefallen. Oh, warte mal, war da ein Loch? Ne, ich dachte gerade. Aha, okay. Laut hier, ne? Ich wusste, dass du da reinspringst. Ja. Und was haben wir? Mantis-Lackierung. Kannst du da einbrechen? Ich brauche Hilfe. Kurz einmal einen Überblick verschaffen. Oh shit. Man darf echt nicht nachlässig werden, kein Scheiß. Ich neige dazu. Überheblichkeit, ich bin ein guter Jedi. Kurve. Hab dich gefunden, Eindringling. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Warte mal, muss ich da überhaupt hin? Hier ist das Tor. Hä? Wo ist er denn? Ist er über mir? Sieh, ein Transportschiff verlässt die Basis. Oh. Ich weiß. Sie wollen Sepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Sepho interessiert ist? Möglich. Ungeil. Alter. Geiles Teil.
Ich brauch das auch nicht unbedingt. Hast du meine Rationen gesehen? Nein, aber der Geruch lockt die Skat. Sehen wir nach, was dahinter ist. Ich kann nicht mehr kämpfen. Du machst mir keine. Oha, okay, alles klar. BD, wir müssen hier irgendwie durch. Oh, ist das nochmal ein... Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, es wäre nochmal ein Stim... Verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt. Ich werde mich selbst darum... Ich finde, dass die Visualisierung der Brutalität auf jeden Fall auch rumkommt, ohne dass man Körper, also Gliedmaßen abtrennt. Ich habe trotzdem Gefühl dafür, wie stark ich zuschlage und so. Okay. Dann gucke ich erstmal, was hier in einem Aufzug ist. Hi, BD. Ah, okay, geht eh nicht, ne? Du, könntest mal einen Witz erzählen. Keine Ahnung. Warum? Witzig. Sehr gut. Muss es doch Infos über ihre Ausgrabung geben. Immer alles positiv sehen. Danke, Kumpel. Oh. Oh, scheiße. Oh. Okay, Freunde. Konzentrieren wir uns. Nein, 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 ich bin nicht nah genug, doch. Bin ich der Einzige, der gekämpft? Also, ich muss tatsächlich sagen, also ich bin tatsächlich, ich mag es, wenn Spiele oder Filme brutal sind, einfach weil es dann näher an der Realität ist, aber es ist halt, Jugendschutz ist halt auch einfach ein ernstes Thema und ich kann es absolut verstehen und ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn hier nicht Blut spritzt ohne Ende. Das ist dann tatsächlich einfach auch okay. Besser so, als wenn dann, wie du schon gesagt hast, das Blut irgendwie lila gefärbt wird oder so, welche Späße. Oder Soldaten ausgetauscht werden zu Robotern wie in Half-Life. Mein Helm hat ein verschmiertes Visier. Das erschwert das Schießen. Ich
Schutz ist schon hilfreich. Er hält uns am Leben. Für mich ist das okay. Aha, Force Pull. Hey, ein Eindringling! So, was mit deinem Helm jetzt? Wirst du damit fertig, BD? Gute Arbeit, BD. Da nehme ich doch mal nochmal einen Stim, bevor wir uns dem da unten stellen. Oh, shit. Abkürzung war das nur. Okay, Kumpels. Huch, warte mal. Sekunde. Hier ist gerade was aufgeploppt. Warte. Gleich sehe ich wieder was. Gleich sehe ich wieder was. In 3, in 2, in 1 und hier bin ich. Bosskampf. Ja, vermute also das kleiner Zwischenboss. Es sei denn, er ist krasser als die bisherigen. Ich hab dich gefunden. Nee, doch nicht. War ein Agent. Gute Arbeit. Auslöschungstruppler. Mit einem Scharfschützengewehr oder einem Impulsor oder so. Eine Spur vom Grab? Nein. Und die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht. Bleib konzentriert. Pass auf ihn auf, BD. Okay, wir suchen weiter. Irgendwas Grünes ist hier aber. Ach ne, es sieht nur so aus. Okay. So, wieder neue Rutschpartie. Geht Marcia einen richtigen Gegner. Nee, nee, nicht Fallout werden. Nicht Fallout werden. Wir haben richtige Gegner bekommen und wir sind den richtigen Gegnern gescheitert. Oh mein Gott. Da, Sternzerstörer. Ein Venator. Da drin könnten nützliche Infos sein. Ich versuche hinzukommen. Alter. Das ist nochmal so ein Eisgorilla. Oh. Geil. Springe ich jetzt ins Wasser, oder was heißt das? Das ist ziemlich beeindruckend, oder? Ich liebe Sternzerstörer. Oh, guck mal da. Irgendwer Klontrooper Helme gesammelt. Für die Klone auf dem Venator gebaut. Ja, die wüssten. Wenn die wüssten. Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Der Tunnel war überflutet. Wie konnte es dazu kommen? Warten wir mal auf Episode 9. Bezüglich der Todesstern-Wracks. Oh, was war das? Das hat zu dumm gemacht, oder nicht? Bei euch auch? Hier riecht's nach kaltem Öl. Nein, Kumpel, nicht du. Es ist das Wasser. Kannst du da einbrechen? Naja, es ist im Trailer zu sehen. Also ich glaube, über Trailermaterial darf man sprechen. Aber ansonsten lobe ich mir deine Nachsicht, Vorsicht nach Spoilern. Auf jeden Fall. Warte mal, hier haben wir jetzt nur einen Shortcut erstellt, ne? Yo.
Ja, ich finde es cool, dass diese Welt so langsam immer mehr sich zusammensetzt. Und dass die Spielwelten doch ganz schön groß sind. Größer, als ich gedacht habe. Und beeindruckender, als ich gedacht habe. Ich meine, zieht euch das mal rein. So, legen wir erstmal da vorne den Dicken. Oh, sucht Ruinen. Das finde ich schön, dass du warm damit wirst. BD, du müsstest hier etwas überladen. Wovon wurdest du getötet? Ist er größer als die anderen? Ja. Krass. So viel zu, gib mir einen richtigen Gegner, ne? Wow, das waren zwei gute Treffer, ja. Ach so, von ihm oder von mir? Von ihm, ne? Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Leben ich ihm abgezogen habe, deswegen frage ich. Hilfst du mir mal, BD? Komm her, du Ficker. Ah.
Oh shit. Kannst du mir helfen, BD? Wir haben den Dreadnought der Genau das haben wir gebraucht. Leider gilt dasselbe für unser Schiff. Trotz des Schadens empfehle ich weiterzumachen. Gemeinsam. Sie wissen, ich schrecke vor keinem Kampf zurück. Die Lichteffekte, Alter. Auch ein bisschen cool. Ich stehe auf Lichteffekte. Ich sag euch das. Ich habe mal umgeschaut, was wir an Lichteffekten hier haben. In dem Set nicht ganz so viel, nur das hinter mir. Sieht nicht aus wie das Set eines Lichteffekt-Junkies. Kommen wir uns mal flott eben die Kiste. Du musst das einfach wissen, stimmt's? Was ist es, BD? Und? Was ist es? Poncho-Material. Komm, wir schauen uns das mal an. Oh, nicht schlecht. Komm, dann tragen wir mal Poncho. Türkisen. Ja, blau 1. Cool. Eben waren wir da unten, ne? Ja. So, jetzt probieren wir es nochmal. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Gute Arbeit, BD. Ich brauche einen Stim, BD. Komm, komm, komm. Oh, 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 oh. Mein Herz. Ach, die wieder. Okay, abwärts. Okay, die Lichteffekte kommen hier wirklich gut, oder? Du musst das hier aufladen, BD.
Ja, Alien Isolation. Spiel ist so cool, Alter. Ohne Scheiß. Oh, shit! Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Scanner ist ausgefallen. BD, hier! Schon wieder im Arsch. Bin ich schon wieder krass im Arsch. Fuck! Ah, der ist es. Moin! Der da reingelaufen. Hätte ihn vielleicht reinschubsen sollen, wa? Okay, wie lange, wie weit habe ich Entfernungsdingens, Radius zum Hacken? Nicht weit genug, offensichtlich. Habe ich wieder gleich mehrere Wege, ja? Was ist jetzt hier? Hat hier einer auf Kettensäge-Geräusch gedrückt? WTF. Seid ihr verletzt, General? Machtessenz. Sehr schön. Alles gut, Commander. Wo ist Marcel? Wo ist mein Padawan? Wo ist mein Padawan? Okay. Meine Männer durchsuchen das Wrack. Tschüss, mach's gut, Yannick. Vielen Dank. Wahrscheinlich vom Trupp. Oh, Moment. Sie ist vom obersten Kanzler. Übertragung. Vom obersten Kanzler am Ende des Krieges. Was könnte das sein? Könnte das die Order 66 sein? Könnten wir gleich ein Audiolog kriegen, wie ein Padawan getötet wurde? So, Moment, wo will ich denn hin? Darüber, ne?
Ach so, warte mal, hier war ich schon. Okay, verstehe. Wir sind jetzt fertig mit dem Wrack. Hallo Mucki. Was hast du auf Kashyyyk? Für den Druiden? Was gefunden, was der andere hacken kann? Hi, bist der Beste. Hallo, Boss King. Du meinst sicher nicht mich. Schwimme ich kurz zurück, um zu speichern. Und mich aufzuladen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. War hier oben nicht was zum Speichern? Ah. War hier, ne? Da oben war das. Ja, dann speichere ich eben kurz hier. Doch, immer. So sweet. So sweet, my friend. Hat schon wieder gebumst. Jetzt habt ihr es aber auch gehört, ne? So, kann ich kurz speichern und mich aufladen. Und alle Gegner, die ich besiegt habe, nochmal neu besiegen. Mist. Glaubst du, man kann irgendwann auch online spielen? Hier in dem Spiel glaube ich nicht. Ich glaube, es könnte funktionieren, aber glaube ich nicht. Alter. Bene, hier. Jetzt, Bene. Ja, da kommt Jedi Knight 3 Remastered. Das wird dann einen Multiplayer geben. Freue mich schon auf das Lichtschwert zu erledigen auf der Konsole. Jedi Knight 3 Remastered wird kommen? Davon weiß ich ehrlich gesagt nichts. Ich weiß nur, dass sie jetzt Jedi Knight 2 auf allen möglichen Konsolen released haben. Aha. Komm ich denn da unten hin? Thank you.
brauche Unterstützung. Stem gebraucht. Ich fühle mich viel besser. Danke. Boah, da sind viele gespawnt gerade, Alter. Meine Fresse. Uiuiui, die mag ich gerne hier. Oh, die liebe ich. Die Ark. Rüber, BD. Aha, Wurzeln. Samen. Pflanzen erinnern mich an Hallo Activity. Welt. Schönen guten Abend. Es geht weiter mit Star Wars. Ja, ich kenne Jedi Academy. Aha, verstehe. Ah, falscher Knopf. Okay, mhm. Ich checke sofort nochmal. Ich habe ein paar Wege noch gesehen, die ich mir offen lassen wollte. Oh nein. Du meinst ja das hier, ne? Oder habe ich irgendwas anderes übersehen? Oder meinst du da, die Ecke? Ja, Gott sei Dank, Nightfire. Ne, das meine ich, okay. Such Droide. Sie beobachten uns. Oh, shit. Das kennt ihr jetzt ja ganz gut als ehemaliger Schrottsammler.
Oh, Alter, gehen wir jetzt über die Turbinen rein? Aber mehr ist hier oben nicht, oder? Peile ich es gerade nur nicht. Na, sieh, wie war der Powernap? Ich? Mein BD-1 kann jetzt Sicherheitsdruiden hacken. Das kriegt man kurz, nachdem man den ersten Wookie befreit hat. Hast du übersehen, oder? Habe ich übersehen. Shit. Bin mir nicht so sicher, was ich jetzt hier oben tun soll. Zwei sind viel, als ich dachte. Du kannst über die... Ja, ich weiß, Smoky. Ich wollte hier nur gucken. BD, ich brauche Hilfe. Fuck, ey, jetzt bin ich schon wieder out of Stims. So eine Scheiße. Du hast das drauf. Was ist es, BD? BD-Skin, Swap. Kleine Sekunde, ich muss einmal kurz meine Brille richten. Fängt gerade an, ganz schön zu drücken hinter den Ohren. Brillenträger werden das Leid kennen. Unsere Headsets haben nämlich ganz schön Druck. Ja, was machen wir? Heilen wir uns nochmal kurz durch oder machen wir's? Wir machen erstmal weiter. Oh, ist das ein Stim-Paket da oben? Oh, Alter. Boss King, danke für dein Follow.
Ah, scannen. Suchtruide. Taktischer Leitfaden aktualisiert. Was machst du gerade? Ich laufe gerade in einen riesengroßen Sternzerstörer rum, der zu Zeiten der Klonkriege im Einsatz war. Und suche nach allerhand Sachen. Und du? Alle Trupps, Alarmstufe Rot. Ja! Der Commander starb durch ein Lichtschwert. Okay, ich vermute, ich komme da noch nicht hoch. Ich brauche hier einen Stromstoß. Ist sonst hier gerade alles frei? Wie komme ich denn da oben hin? Wahrscheinlich komme ich später irgendwie da raus oder so. Amselnest, hallo. Warum machst du keine Mission? Das ist meine Mission. Ich soll hier drin rumlaufen. You know, ich soll das Ding da unten finden. Ah, nee, ich mach keine Mission. Ja, ich mach keine Mission gerade. Aber ich fühle mich gut dabei. Lol. Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Ah, doch. Ich mach doch die Mission. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Jo, ich mach die Mission. Ich komme dem Ganzen näher. Sorry, ich kenne mich nicht aus, ich habe es noch nicht. Ja, alles gut. Ich dachte, es klang so, als würdest du genau wissen, was los ist. Komme ich hier eigentlich wieder hoch, wenn ich will? Hätte ich hier einen Shortcut einrichten können? Zumindest habe ich keinen gesehen. Snap. Einfallende Kasse entdeckt. Integrität gefährdet. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Gib mir nur eine Sekunde. Trivialer Gegner. Inkompetent. Ja, muss ihn erledigen. Sie wehren sich immer noch unklug. Ja.
bedeuten. Benötige Wartung. Rauf da! Ich regel das. Du bist ziemlich schnell. Oh Mann. Regt er mich auf. Rattenscharf Production, hallo. So, habe ich hier noch irgendwas übersehen? Schönen guten Abend. Darf ich Sie begrüßen? Mach mal Machblitze. Kann er nicht. Kann er nicht. Bereit für eine Seilrutsche? Upgrades. Der Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Kann man das noch lernen? Keine Ahnung. Ich spiele es das erste Mal. Ich denke aber nicht. Nabet Wolven. Hi. Motorisierte Seilrutsche. Aha, in allen Richtungen. Optimal. Das brauche ich schon lange. So, was ist denn hier los? Kann ich irgendwas schubsen? Jetzt kann er oben aber in beide Richtungen gehen einfach, ne? Und bockt es? Alter, ich bin so glücklich. Du glaubst gar nicht, wie glücklich ich bin. Ich habe schon einige Spielzeit und bin sehr happy. Komm schon, BD. Heilen wir uns? Du bist der beste und netteste Streamer der Welt. Danke. Kann das nicht ganz ernst nehmen. So, was macht die Kombo-Verzögerung? Oh, nice. Ah, Amselnest, vielen Dank für 200 Bits. Nicht nur 100 Bits, 200 Bits. Das sind mehr als 100. Vielen Dank, Fräulein Amselnest. So, warte mal, wie komme ich jetzt? Angenommen, ich möchte ihn... Ah, ihn hier. Genau das haben wir gebraucht. Ja, ja. Verstanden. Jetzt muss ich aber hier... Das wird wild jetzt hier unten. Jungs. In diesem Moment, das Movement sieht mega aus. Ja, es ist aber auch echt bockschwer. Kein Scheiß. Nicht ganz ohne. Ich bin aber noch an einem Punkt, da dass der Ansporn höher ist als die Frustration. Und deswegen kann ich damit echt ganz gut umgehen gerade noch. Ich mach die ganze Arbeit nicht alleine!
fliegen. Ganz schön schnell, was? Ich werde dich erledigen. So, jetzt bist du fällig, Alter. Du bist so fällig, Bruder. Halt still! Boah, Alter, Verwalter. Meine Fresse. Gehen die mir auf die Nüsse. Okay, auf zu Kaputti. Gehen wir mal da rein. Und dass das Geile ist, Wolven, dass die Gegner alle so happig sind, dass alle auch wirklich bedrohlich sind. Da kann die dümmste Riesenratte um die Ecke kommen, die du schon 100-mal besiegt hast und trotzdem plättet die dich. Einfach so. Und das finde ich echt cool. Ich habe ja nie einen Dark Souls-like-Titel gespielt. Das ist mein erster in dieser Art und Weise. Ich spiele auch auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Und mich macht es ziemlich an. Ich sehe jetzt hier diese Einheiten. Ich sehe zweimal von diesen Gefängniswärter-Androiden und ich sehe einen Truppler und ich habe schon wieder keinen Bock, Alter. Was ist das? Sofort weg da! Feuer frei! Okay. Feindkontakt. Bereit machen. Integrität gefährdet. Oh, er hat mich. Jetzt bitte. Er bewegt sich. Minderwertiger Jedi. Uah. Zerschmettere Gegner. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Vorwärts! Sie wehren sich immer noch. Unklug. Werf einen rüber, BD1. Ein. Analytischer Hieb. Kontrolliertes Vorgehen. Feind wird untergehen. Ich bin tot. Das habe ich jetzt dumm gespielt. Der Rotschopf ist ein minderwertiger Jedi. Wow. Oh! Verfolge den Eindringling! Upsi. Runtergeplumpst. Wir haben ihn erwischt. Schaltet ihn aus. Lade nach. Er bewegt sich. Weiter Druck machen. Ah!
deine Verteidigung durchbrechen. Okay, komm. Interagieren geht noch nicht, ne? Ja. Mushroom, hallo, schönen guten Abend. Jedi befindet sich aktuell in höherer Position. Oh, es sind einige Einheiten jetzt. Unproduktiver Humanoid. Treffer bestätigt. Greife an. Sie wehren sich immer noch. Unklug. Ich bin so dumm, Alter. Ziel weicht aus. Oh, ich dachte, er wäre hinüber. Hier sind so Probleme. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Irgendwann machst du einen Fehler. Nimm das! Oh nein, falschen angewählt. Immer drauf, weiter feuern! Haltet mir den Rücken frei! Uiuiui. Okay. Wir haben es fast, Leute. Der letzte. Wertlos. Komm her. Ich hasse diesen Griff. Sie können nicht entkommen. Wrestling-Druide, ja, den haben wir schon in Rogue One kennengelernt. Das Ding ist, ich habe halt, wie gesagt, das Gameplay noch nicht, dieses Dark Souls Gameplay, ein Treffer, abhauen, noch nicht so richtig am Start. Manchmal bin ich da noch zu gierig einfach. Spielstunden habe ich jetzt, allerdings ist es nicht ganz richtig. Ich habe jetzt, hier steht jetzt 14 Stunden, aber das passt eigentlich nicht ganz, weil ich mindestens 2 Stunden im Menü war. Sagen wir mal, ich war 4 Stunden, ich habe vielleicht, sagen wir mal, ich habe 10 Spielstunden ungefähr. Okay, warte mal kurz. Hier geht's jetzt weiter, dann lass uns noch kurz die andere Ecke checken. Wir kommen ja hier wieder hoch, ne? Zu mir, BD. Alles Dims verbraucht. Für was? Für nix.
Das Problem ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, was ist der richtige Weg. Ich habe jetzt hier zwei, die ich gehen kann. Da oben und hier. Ja gut, hier ist offensichtlich jetzt erstmal Ende. Oha. Ausgrabungen im vollen Gange. Hier brauche ich den Machtpull. Wahrscheinlich. Achso, ja, es gibt verschiedene, genau. Ich habe halt erstmal, habe ich mein ganz normales und ich kann das halt jederzeit zu einer Doppelklinge machen. Ich kann den Griff modifizieren, ich kann die Farbe modifizieren. Obwohl, kann ich ja mal kurz zeigen. Also das sind die Farben, die es normalerweise gibt. Blau und grün. Und da ich Premium-Inhalt habe, habe ich dann auch noch mehr. Und hier, du findest halt im Laufe des Spiels verschiedene Bausätze, die du auswählen kannst. Ist ganz geil. Ich habe ein pinkes Metall. Warte mal, das kann es ja noch nicht gewesen sein. Da ist ein Tor. Das habe ich, glaube ich, übersehen. Kann das sein? Aha. Ey, oder was? Schön am Moos festhalten, ey. Das kann aber auch ins Auge gehen, ganz ehrlich. Mach das nicht nach zu Hause, Kinder. Nochmal ein Speicherpunkt, das finde ich gut. Ich glaube, hier halte ich mich auch mal aus. Auf. Oder nicht? Nee, lieber nicht. Entwickler, wie viele Ebenen soll das Level haben? Chef, ja. Ja, vielleicht ist das so passiert. Die Qualität zieht sich aber bislang durch alle Planeten. Ganz ehrlich, hier steckt richtig viel drin. Ich habe kein langes Seil zum Schwingen. Wer sucht
Wer suchtet bei euch Pokémon, Marci? Genau, also Doms und Dirk haben es gestern gespielt. Sie hatten auch sehr viel Spaß. Wir können aber tatsächlich noch nicht genau sagen, was weitergespielt wird hier auf dem Sender. Wir haben keine Zeit für zwei Let's Plays. Und entweder es wird Star Wars oder es wird Pokémon. Cal Kestis. Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Scheiße. Keine Stims. Amateur. Na schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Keine Macht. Wow, ich habe daneben geschlagen. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Laufen. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. War das alles? Ja, ohne Stims, Alter. Krass ohne Stims, sich einem Inquisitor entgegenzustellen als Kacklauch-Padawan, aka me. Da lang. Nochmal, Death Counter 46. Vernichte dich. Stimm, BD. Bleib stehen. Gar nicht.
hier drüben. Sehr schwache Leistung. Soll ich's beenden? Alter, sie ist geil. Bleib stehen. Akzeptiere das endlich. Das war gar nicht. Alter. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jarrow T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Wow. Boah. Alter. War das geil inszeniert. Oh mein Gott. Alter. Vielen Dank fürs Follow und hallo Podmensch. Alter Verwalter. Ja, ja, genau. Also das ist letztendlich das so richtig basic, das kleine Star Wars 1x1. Keine Frage. Keine Frage. Keine große Überraschung, aber trotzdem großartig inszeniert. Und sie, ihre Maske ist großartig. Also diese lila, dunkelblauen, geschminkten Augen, das sieht richtig gut aus. Mega cool. Sie ist richtig gut gewählt. Die haben sich echt schon viel Mühe mit den Charakteren gegeben, finde ich auch. Sie ist richtig gut. Sie hat richtig gut geschauspielert. Und er gefällt Danke mir auch immer für die besser. Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht.
Ja, genau, richtig, Nightfire. Sie war die Schülerin von unserer, sag ich jetzt mal, Mentorin. Oh, wow. Wir sind da. Oh, wow. Oh, wow. Anders als das andere Grab. Alter. Gefällt mir nicht. Alter. Jetzt mal ganz, jetzt mal ohne Scheiß. Hut ab. Hut ab vor den Level-Designern. Das ist mehr als großartig. Man kommt von einem Highlight-Event ins nächste. Ich hab's. Aber Sia, warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Ja, jetzt kann ich uns die ganze Zeit volltexten. Wann immer sie will. Ja, geil. Und jetzt ständig Triller im Ohr. Ja. Hier kommt definitiv Korriban-Feeling auf. Gib einfach auf! Ich hab Gänsehaut, Leute. Ich hab richtig Gänsehaut. Was ist das für ein geiles Spiel, Alter? Gibt's doch gar nicht. Okay, die Kugel ist im Arsch. Wo kriegen wir eine neue her? Simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Thank you.
Speichert er eigentlich, wenn ich einfach nur hier drüber laufe, oder muss ich bewusst speichern? Dir läuft die Zeit davon. Wofür? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Er hat einen von uns erledigt. Bleib zurück, ich schaff das. Hier bin ich hergekommen. Oh. Hinter dir, Mann. Digga, mach einen Abflug. Hey, Bene. Oh. Du entkommst das weg. Merkst du es noch? Ja, sah so aus. Los geht's. Ich kenne ihn nur aus Gotham. Was ist das, BD? Ach, scheiße, Mantis-Lackierung, Alter. Habe ich das jetzt schon? Ah, okay. Das Problem ist, es ist auf jeden Fall Trash-Talk würdig. Was ist er denn? Kommt schon, holen wir uns! Hä? Ach so. Jo, wir haben überlebt. Sieht ihn jemand? Irgendjemand? Sieht ihn jemand? Oh je. Wo kommt er denn her? So, was mache ich mit der Kugel? Hä? Traf ich nicht. Thank you.
sie da unten fallen lassen, ja. Oh, speichern, sehr gut. Gucken, ob ich mit. Ne, ich brauche, glaube ich, 2 Fähigkeitspunkte, um den nächsten Ding zu machen. Ja, brauche ich 2. Boah, ich dachte gerade, da kommt der auf mich zugelaufen. Da kommen wir niemals drüber. Ich gehe zurück und melde es im Thron. Tschüss. So, hier haben wir jetzt wieder dieses rote Gestrüpp, welches wir nur verbrennen können, wenn wir diesen Knoppes finden, um diese Teile an den Start zu bringen. Sehe ich aber jetzt hier gerade nicht. Deswegen geht es erstmal weiter. Hopp. Hopp. Ja, und hier ist nichts, oder was? Ja, ich glaube, hier komme ich später hin. Oder entgeht mir was? Ah, da, die Wand. Ihr entgeht mir. Nein. Oh Mann, ich bin ein Idiot, Alter. Meine Fresse. Manchmal vergesse ich einfach die Knöpfe. Jo. Das ist besonders geil, wenn man keine Stims hat. Neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ruhig, Kumpel. Ignoriere sie einfach. BD1 unterstützt mich. Wir haben zu tun da unten. BTF, Alter, diese Welt. Leute, in was für großartigen Zeiten leben wir? Wie viel haben wir eigentlich? 9:30. Mann! Oh, Scharfschütze. Oder Flammentrooper. Ein Aufständischer! Richtet den Eindringling hin! Es ist schwer, an ihm dran zu bleiben. Sind wir gut genug für den Sieg? Wir können ihn einfach... Fühlst du dich schwach? Was hat das mit mir zu tun, Jedi? Keine Stims. Wo bist du denn?
Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, und keine Stims. Leben ist fast weg. Scheiße. Du gehörst mir, Verräter. Ich mache ihn fertig. Willst du es nicht zu Ende bringen? Der Feind ist flink. Kommt der hier hoch? Ah, ist er runtergefallen? Jo. Der Feind ist flink. Guck mal, wurde extra eingeflogen. Jetzt musst du spielen wie ein Profi. Ja, oder Glück haben. Alter! Weich ruhig aus, ich gebe nicht auf! Mann! Scheiß Assi, Alter! Oh. Ah, ich habe eine Idee. Jawollo. Was haben wir denn hier? Wer denkt denn sowas, wo die Musik gerade episch wird? Chaos One, hallo. Die das Grab errichtet hat. Die starben jedoch, bevor es fertig war. Schönen guten Abend. Warte mal, wo lang kommt diese Wurzel? Diese Wurzel... Ist, glaube ich, nur nochmal ein Shortcut, ne? Ja, ist ein Zurückweg. Ich habe es heute durchgespielt, war ein geiles Finale. Oh, bitte, bitte, bitte keine Spoiler, aber ich freue mich, dass das Finale gut ist. Aha, doch Flammenwerfer. Ja, das wäre deine Chance gewesen gerade. Wie kommt der eigentlich dahin? Hm.
Cool. Nice. Scannst du die Gegner heute Gegner noch oder hattest du den schon? Den hatte ich schon. Ja, Manasch, ich finde auch. Also ich bin echt glücklich. Kein Scheiß, wirklich jetzt. Oh shit, Alter. Naja, dann kann ich ja wenigstens Chance, mich da drin nochmal gehörig umzuschauen. Ich glaube, da komme ich noch nicht hin einfach. Ah doch, da komme ich hin. Feind nähert sich. Er darf nicht entkommen. Trete zurück, ich krieg das hin. Ich bleib kurz zurück. Ich bleib an dir dran. Verbündete am Boden. Jedi ist unterwegs. Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Du kannst nicht alles blocken. Guck mal, das habe ich ja alles übersehen. Ja, aber so richtig viel bringt es mir hier noch nicht, ehrlich gesagt. Oh, aber er will was scannen hier. Was gefunden? Oh, warte mal. Rensart sagt Quatsch, von Orla lädt gerade runter. Hallo Rensart, schön dich zu lesen. Moin. Gut, also zu Hause angekommen. Ich kann es wirklich empfehlen. Kein Scheiß, ich finde es echt gut. Hey, BD, siehst du mal an. Was ist es, BD? Neues Lichtschwermaterial. Lysianischer Schmelz. Okay, dann machen wir mal weiter mit der Quest. Das bisschen, was ich gesehen habe, hat mich direkt überzeugt. Du hast doch Bloodborne gespielt, oder nicht, Yannick?
Marcy ist halt auch sehr überzeugt, was Star Wars angeht, aber ich bin kein Ich-find-alles-geil-Fan. Ja. Ich finde es geil, dass wir mal so ein richtig schwieriges Star Wars Spiel bekommen und keins, was halt so quasi für den sag ich jetzt mal normalen Konsumenten ist, sondern was halt für Vielspieler gedacht ist. Oh, scheiße, ich Idiot, Alter. Vielleicht ein bisschen Abstand. Jetzt werde ich aber echt unkonzentriert. Ich glaube, er hat Angst vor uns. Ja, genau. Trete zurück, ich krieg das hin. Ah! Erledigt ihn! Jemand anderer soll hier raufkommen. Ha! Hilfe, BD! Hilfe, BD! Ich glaube, es lohnt sich aber auch im O-Ton zu spielen. Also ich finde die Synchro vollkommen in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Dein Leben gehört. So gut bist du gar nicht. Du kannst nicht entkommen. Gib dir mehr Mühe. Meine Hand wird nicht zögern. Oh, shit. Hattest du gehofft, du kannst mich treffen? Du wirst mir nicht entkommen. Ich werde nicht zurückstecken. Bleib stehen und kämpfe. Okay, haben wir das auch? Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen fühlen die sich gut an. Also, das finde ich ist echt wichtig. Es ist nicht irgendwie hölzern. Ich klicke nicht einfach. Oh, wow, schon wieder. Ich weiß, ich krieg das hin. Quasi. Ich klicke nicht einfach nur wild, sondern ich muss halt tatsächlich überlegen, was ich mache. Und das. Ich habe viel Kontrolle über das Spiel. Und es fühlt sich einfach. Also das Gameplay ist wirklich gut. Sie haben es wirklich geil aufs Pad gekriegt. Und weiter geht die Taxifahrt. Hui! Und es fühlt sich trotzdem nach einem Star Wars Spiel an. Er wieder. So, eigentlich doch ganz leicht. Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du
Planeten nicht eingegriffen hätten. Ist das den Preis wert? Projekt Bohrer soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Zier die Schuld. Genau. Immer die anderen. Das kennen wir ja. So, jetzt sind wir hier oben. Auf dieser Glocke, wo die Kugel drin ist, die wir brauchen. Ah. Du stinkst nach Schwäche. Ach ja? Komm her. Dreckiger Verräter! Du besiegst mich nicht. Ich werde dich vernichten. Du kannst das Imperium nicht besiegen. Stirb, verdammtes Ding! Meine Hand wird nicht zögern. Wie eine Schnecke. Teamwork. Geil. Team up mit der Ratte. Mit dem Skaz. Uiuiuiuiuiui. Vier Stims, noch relativ volle Leben. Also, wenn ich jetzt konzentriert bleibe, läuft's ganz gut. Okay, mal einen Blick riskieren. Gibt es irgendwie was Spannendes? Nee, das Seil, das kriege ich noch nicht. Da brauche ich den Force Pull für. Dann geht's erstmal hier weiter. Straight. Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Es ist egal, was du spielst. Du wirst das nie verstehen. Und du schon? Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein. Alter, ey, was... Ich meine, also... Irgendwer hat das ja hier reingebaut. Leute. Das ist das, was irre ist. Hier hat wer dieses riesige Ding, hat hier irgendwer in diese riesige Schlucht gebaut. Hat da mal einer drüber nachgedacht? Okay, das ist keine Wand zum Laufen. So, was ist das hier? Kann ich nichts mitmachen? Zum Glück ist das alles so praktisch bewachsen. Ach je, Alter. Ich habe eigentlich ein Nope-Gefühl. Alter. Rumgekletter hier. Das ist eigentlich nichts für mich. Bumm, bumm, bumm. Was zwischen?
Fischen, ne? Hat der Knopf gemacht? Ah, die haben aufgehört. Was auch immer sie getan haben, eigentlich. Ja und? Die Petra in der jordanischen Wüste hat auch jemand gebaut. Ja, das... ja, und das ist ja auch geil. Was ist das für ein Argument? Ich mag die Cheops-Pyramiden. Ja, aber den Eiffelturm hat auch wer gebaut. Okay. no. Okay, Troopies. Wir haben uns nicht gesehen. Bleib wachsam. Obwohl ich glaube auch wirklich behaupten würde, dass alles Irdische nicht im Ansatz mithalten kann. Dieser Metallica. Was gucken die denn da? Ich habe beim Untersuchen des Sarkophags etwas bemerkt. Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister loszuwerden. Du hast mich hergelockt. War das immer dein Plan? Du bist so dumm wie ein Schrottsammler. Bitte keine Quicktime-Events. Ah, jetzt lernt er den Machtgriff. Padawan, wo ist die Macht? Überall. Sie ist in mir. Sie umgibt mich. Ganz richtig. Sie verbindet dich. Manchmal werden dich Gefühle, Schmerz oder Erschöpfung täuschen, denn du wirst dich getrennt fühlen, isoliert. Es ist eine Illusion. Dein Lichtschwert liegt dir. Außer Reichweite. Aber durch die Macht bleibst du mit ihm verbunden. Niemals das Lichtschwert für mich. Spüre die Energie um dich herum. Und dann rufe deine Waffe. Die Macht ist in dir. Um dich herum. Verbinde dich mit deiner Waffe. Lass dich durch nichts ablenken. Die Macht ist mit mir. Sie verbindet uns. Magnet? Ja, ich glaube schon. Magnet heißt das. Und jetzt?
Leute! Bewegen wir uns? Das ist eine sehr seltene Rasse, die fast ausgerottet wurde vom Imperium übrigens. Die wir da gerade gesehen haben. Die wurde in Rebels, wurde sie quasi in den Kanon geholt und ist inspiriert aus ganz alten Skizzen von Ralph McQuarrie, der im Grunde das komplette Design geprägt hat durch Star Wars, von Star Wars. Und das war das allererste, eines der allerersten Designs, die es gab. Wolltest du das nicht? Die Lazard, genau. Zum Glück berücksichtige ich alle Eventualitäten. Genau, es war eines der Designs für Chewbacca, genau. Ja, die Lazard sind ziemlich cool. Einfach vom Feel sehr ähnlich wie die Wookiees. Sehr ehrvoll. Sehr viel am Kämpfen. Naturverbunden, sowas. Hey, ein Eindringling! Verstanden. Wir werden dich büßen lassen. Ich wette, haut ab. Du kannst uns nicht besiegen. Warte mal, haben wir was vergessen? Wir haben nichts vergessen, ne? Nee. Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Na los, lauf! Er hat zu viel Angst! Nach unten sichern! Wir werden es schnell zu Ende bringen. Information bleiben! Ich wusste nicht genau, wie ich das... Ach. Ich fühle mich viel besser. Danke. Okay. Schon wieder ein Seil. Oh. Ja, ich nehme mir ein. Jetzt kann ich kurzer Zeit nicht sprechen, weil ich mir einen riesengroßen eine Schokopraline in den Mund stecke. Mmh. Oh. Mmh. Mmh. Oh. Mmh. Mmh. Oh. Mmh. Oh shit.
an ihm dranbleiben. Schalten wir ihn aus. Alter. Alter. Was soll ich da denn machen? Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Yannick ist bei 75%. Ach, fuck, ey. Nervig. Na gut, komm. Oh, ich wollte gerade noch wegrollen. Oh. Zwei Stims verschwendet für den Typen. Zwei Stims. Hey. Ich hab daneben getroffen. Wir werden dich bewegen. Ich bleib kurz zurück. Dranbleiben. Er ist zu gut.
Befreit euch! Jetzt sind nur noch du und ich übrig. Okay, komm her, komm, komm, komm. Alle Jedi werden untergehen. Du kannst mich nicht erledigen. Bringt es jetzt zu Ende. Die haben mich nur aufgehalten. Kämpfe gegen mich, Verräter. Ich werde es genießen, dich zu töten. Nervös, Jedi? Okay. Okay, haben wir das. Ist immer knapper, als es eigentlich sein müsste. Warte mal. Nee. Wo lang? Hä? Was? Hier lang, oder? Ich glaube, ich sehe den Weg gerade nicht. Ah, da, ja, die Liane. Ja, habe ich gesehen jetzt. Okay, so, volle Konzentration jetzt. Gut. Den haben wir besiegt, fehlerfrei. Okay. Well. Yeah. Komm ich nochmal da hoch. Nur du und ich. So, komm her. Weggeglitscht irgendwie.
Mal wieder speichern ist, glaube ich, nicht schlecht. Oh, wir haben schon 10:30 gleich. Oh, Yannick, wir machen gleich Ende. Henrik. Wir machen gleich Ende. Oh, Techbomb ist ganz schön erweitert. Wirbelwurf. Oh my goodness. Rückstoß, Luftangriff, Lichtschwertwurf. Wirft sein Lichtschwert nach vorne und zieht dann wieder zu sich ran. Alle Gegner in der Flugbahn sind dann zu treffen. Oh, das ist hier geiler Scheiß. Also das ist schon krass, oder? Ja. Ganz schöne Party, oder? Alter, wie er rangeht, so. Na los, trau dich auch. Tja, schade. Den Typen da hinten lasse ich mal Typ sein. Wo ist der Wächter? Hä? Oh! Habe ich immer nicht richtig am Schirm. Warte, wie mache ich mal nicht schwer hoch? Wie mache ich den nicht Schwertwurf? Scheiße, muss ich nachher mal rausfinden nochmal. Das war's nicht. Ah, hier. Rhinozerop. Oh shit. Ah, hier ist Wasser. Das macht das Feuer aus, Freunde. Aber wenn ich jetzt so schnell mache. Ja, nee, daneben gemacht wurde. Moin, Rhinozerop, wie ist es? Scheiße, ich bin zu blöd, warte mal. Nee, geht nicht. Das Wasser ist too strong. Ja, aber das geht natürlich auch. Das ist wesentlich einfacher. Das hätte ich direkt so machen sollen. Das war ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht. Grüße nach Ostwestfalen. Spielst du es auch schon, Robin? Ich bin so heftig on fire. So, komm mal ran.
So, hier haben wir nochmal jetzt ein bisschen... Nee, warte mal. Hä? Hier geht's hoch. Ah ja. Hopp und hopp und hopp. So. Wo ist Feuer? Sehen wir irgendwo Feuer? Ich sehe kein Feuer. Nee, Moment. Das möchte ich jetzt lösen hier gerade. Ich brauche dieses komische Zauberfeuer. Krieg's aber hier nicht durch. Warte mal kurz. Oder warte, wenn ich... Ist das Tor? Dann oben? Ah ja, okay, verstanden. Alles klar. Voll primitiv, das mit den Händen zu machen. So, jetzt aber. Das war jetzt 2 von 3, glaube ich. Nee, geil. Maximale Macht erhöht. Als eine Opfergabe. So, okay. Wie befreie ich hier meine Kugel? Vielleicht dadurch? Kann ich, warte mal, ist hier irgendwas zum Reinstecken? Lass mal los. Da drüben ist was zum Reinstecken. Nee, warte mal. Wo halte ich das jetzt fest? Hier? Hier. So, meine Güte. Und jetzt brauche ich mal wieder eine Fackel. Oh nein, viel zu... Oh nein. Oh. Ah. Komm, Monstero, hallo. Das Rätsel erinnert mich an Tomb Raider.
Mein Gitarrenlehrer hat immer gesagt, Marcel, alle Musik ist schon geschrieben. Ich will keinen Hinweis. Warte mal kurz. Scheiße. Und jetzt schwinge ich hier so rum. Ach, shit. Endlich ein Herausforderer. Kannst du spüren? Du langweilst mich. Ah, ich erinnere mich. Das war's für dich. Ja, aber das kann ja hier nicht die Lösung sein. Warte mal kurz. Ich bin ja hier falsch. Tanken? Nur sie halten diese Kette zusammen. Ja, ich weiß schon, dass ich das Ding da anzünden muss. Womit? Frage ich mich. Von euch hat auch keiner Feuer gesehen, oder? Hier sind wir ja wieder draußen. Ja, da hinten Feuer? So, mal kurz Pause vom Spiel. Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Gut gesehen. Hm.
Ah ja, alles klar. Gut. Oh, really? Schön großen Abstand. So, sehr gut. Na, geh da rein. Alter. Gut. Ach je, Alter. Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium? Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Oh, sauber auf einmal. Huch! Sind wir ganz nach oben gefahren jetzt? Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie geil ist das denn gerade jetzt gewesen? Oh geil! Und hier ist auch ein Speicherpunkt. Das könnte jetzt unser Abschluss sein für heute. Das könnte jetzt unser Abschluss sein für heute. Ein sehr, sehr gutes Kapitelende. Und ein sehr guter Zeitpunkt, um eine Pause einzulegen von Jedi Fallen Order, Leute. Denn der arme Henrik, der muss auch jetzt irgendwann mal Feierabend machen. Und ich werde es ihm gleich tun. Freunde, Freunde, Freunde. Was ist das für ein cooles Spiel? Alter Verwalter, habe ich einen Spaß mit diesem Ding. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass mich dieser hohe Schwierigkeitsgrad so anfixt. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ich dachte, ich habe echt Schwierigkeiten, aber ich dachte, dass es mich nerven wird und dass ich nicht genug Geduld dafür habe, dass ich nicht genug Geduld aufbringen kann, um das irgendwie entsprechend weiterzuspielen. Aber ich bin richtig angefixt. Ich finde die Story cool, ich finde den Look cool, ich finde das Gameplay cool, ich finde das Game Design cool, ich mag das Level Design. Ich bin irgendwie echt happy mit diesem Ding. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe den Trailer gesehen, ich dachte mir so, boah, ich glaube, das wird nichts. Dann habe ich darauf vertraut, dass alle Kollegen gesagt haben von der Fachpresse, die ein Gameplay hinter sich gebracht haben, ey, das ist richtig cool, das macht sehr viel Spaß. Und nun bin ich auch mit im Boot. Und wann geht es weiter mit Jedi Fallen Order? Schon am Montag. Ich habe überlegt, ob ich es morgen nochmal anwerfen kann. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Deswegen geht es erst Montagabend weiter um 21 Uhr. Direkt nach dem Toilettentalk stürzen wir uns in Jedi Fallen Order. Wir suchen jetzt noch, Henrik und ich, gemeinsam einen Host raus. Das wäre schön, wenn ihr noch da für einen kurzen Augenblick zumindest Hallo sagen könntet, wenn ihr nicht länger bleiben wollt. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, da zu verweilen, wo wir euch jetzt hinhosten. Ansonsten sehen wir uns allerspätestens am Montag um 18 Uhr. Da ist der Maxi live mit Retro-Gameplay und dann ab 20 Uhr übernehme ich mit dem Toilettentalk und dann Jedi Fallen Order.
Ich werde mal zusehen, dass ich es noch hier und da so ins Programm untermogeln kann. Ich glaube, wenn ich hier die One-Man-Army mache, dann kann ich das vertreten. Aber ich habe Bock. Alter Marci, chill mal und gönn dir einen freien Tag. Ja, morgen mache ich einen freien Tag. Montag sind wir dann wieder mit voller Energie dabei. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war mir eine riesengroße Freude. Wir sehen uns Montag. Macht es gut. Schönes Wochenende noch.